Seer, ich hab dich so sehr gehasst. Oh oh. Spürte diese Kälte. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi The Fallen Order und ja. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar 4 Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Entschuldige, ich will dich nicht von der Mission ablenken. Okay, ignoriert mich doch alle. Läuft bei mir ja einfach. Nur. Ich will nur spielen. Oh, 92%. Okay, hier habe ich Bogano noch nicht so sehr viel. Sonst habe ich sehr viel erforscht eigentlich. Auf nur. Von nur? 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 Reisen. Nur. Kerl sagte, du warst ein Jedi. Und jetzt nicht mehr. In einem schwachen Moment nutzte ich die dunkle Seite der Macht. Und vielleicht würde ich es wieder tun. Die dunkle Seite? Die Seite der Macht, die von Leid, Hass und von Angst lebt. Wer ihr verfällt, riskiert sich selbst zu verlieren. Wir Schwestern der Nacht leiten Magie durch uns durch. Wir lassen nicht zu, dass sie uns frisst. Das ist sicher schön für dich. Vielleicht könnte ich es dir beibringen. Danke für das Angebot. Aber du musst verstehen, dass es gefährlich für mich ist, die Macht zu nutzen. Wie du willst. Boah, tolle Gespräche hier. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Vielleicht will ich nicht, mein Freund. Miau. Der dran fliegt. Fällt nicht auf. Ja, wir können hier einfach parken. Fällt nicht auf. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Was war mit dir, Cape? Kommt vor zu mir. Schwestern. Mutter. Leiht mir eure Kraft. Schwester, Mutter, leiht mir eure Kraft. Das soll funktionieren. Hatte ich schon wieder einen Poncho an? Das macht mich angry. Angry. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Jetzt wäre ein 3PO. Du weißt, ich zähle auf dich. Gehen wir, Kumpel. Schön konzentrieren. Morgen. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocron. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst. Mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Okay, Selbstmordkommando, Uli. Ciao. Jetzt haben die anderen keine Rettungskapitel mehr. Jetzt sind wir Assen.
Top-Voraussichten. Und schwimmen und schwimmen. Karte natürlich wie immer nicht verfügbar hier. Was ist denn das denn? Achso, bin ich schon zu weit geschwommen? Okay. Kommen wir da unten rein, oder? Sieht es richtig sicher hier aus. Komme ich da rein? Ich werde irgendwie nicht. Sieht zwar so aus wie ein Eingang. Ich nehme alles zurück. Schön nach oben. Schleuse 8, sicher. Hör mal, wie das Wasser tropft. Hey Sturmtruppler, wie hältst du das aus? Ich würde alle paar Minuten zur Toilette rennen. Hey, hörst du mich? Was ist denn, Sir? Träumst du oder stimmt mit deiner Ausrüstung was nicht? Alles gut, Sir. Das Wasser kann einen ablenken, Sir. Hab ich mir doch gedacht. Weitermachen, Sir. Ja, Sir. Bin da! Hi! Treppt ihn endlich! Holt euch das Ziel! Seid bloß vorsichtig! Weg mit euch! Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Boah, ne? Ja. Kurzer Prozess. Ich habe das Holocron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Hä? Hab sie. Ja. Unterwegs. Achso. Das visiert von alleine dahin. Okay. Das ist mal ein Parcours. In die Festung. Toll. Ich will irgendwie nicht hier raus. Wo ist mein Druide? Wirst du damit fertig, BD? Ja. Hacken. Angriff, mein Junge. Scanner ist ausgefallen. Ja, ne? Du bist erledigt, Jedi. Er kann nicht weit kommen. Oh, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Holen wir ihn uns. Ich kann nicht mehr kämpfen. Oh ja, dann gib auf. Vor allem schlagt ihr jetzt nicht einen großen Alarm, Jungs. Okay, es kommen. Ja, okay, die haben schon Alarm geschlagen. Okay, ich nehme alles zurück. Wenn ich aber jeden töte, ist irgendwann halt keiner mehr da. Ne? Oh, die Bösen sind da. Der Böse. Wer ist hier inkompetent? Nur ich, weil ich daneben ziehe. Oh ja, das war echt dumm von mir. Ach Gottes Willen, ich hatte die schon so lange nicht mehr, diese Trottel hier. Ey. Mach keine Hacke. Bleibt an ihm dran. Tritt zurück, ich krieg das hin. Fähigkeitspunkt halten, das ist eine schöne Sache. Wir haben die Oberhand. Du drehst mich nicht um. So. Aber mir nicht so sicher. BD. Weg mit dir. Ja. In Wirklichkeit schon überall würde hier Wasser reinkommen, so wie ich hier alles rumhacke hier. Au! Ich bin sicher, wir werden dich bewegen. Bin mir nicht so sicher. Er hat die Hosen voll, Ja, wie schafft er das? Ja. Da geh ich mal jetzt einen Schritt weg, ne?
Ja, die Schüsse gehen durch euch durch. Ja, genau. Er hackt einfach drauf zu. Es juckt ihn einfach nicht. Du versuchst es nicht mal. Kannst du noch was außer rumrennen? Ja, auf die Schnauze bekommen. Weil ihr alle unfair seid. Auf deine Füße, Jedi. Weg mit dir, ey. Das Imperium die Inquisitoren erschaffen. Sie wurde hier gefoltert. Und Triller zur dunklen Seite gebracht. Weißen wir es, ein BD1. Boah, das glaube ich jetzt mal nicht. Ne? Oh, wer war denn das? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hä? Wertlos. Schaden erlitten. Ja, ja. Stehen Sie still. Ich glaube ja nicht, was der üben chillt sein Leben einfach. Wir schaffen das. Das war. Wir schaffen das. Hast du recht. Lustig. All die Jahre und nie hat sich was verändert. Aufmachen. Oh, sieh mal bitte. Das hat was bewirkt. Sehen wir es uns an. Ja, na. Die Schilde der äußeren Festungsbereiche sind deaktiviert. Flute die Basis und schwimm zum Festungskern. Ein voll kühner Plan. Wir treffen uns drin. Ja, na. Viel Glück. Okay, gehen wir, BD. Dieser Teil sieht schwach aus. Gleich mal ins Wasser. Ah, ich darf ihn nicht, ich muss drüber springen. Okay, jetzt dachte ich mal, gehe ich mal ein bisschen vorsichtiger hier. Will hier mal meinen Harry ein bisschen schützen. Ah, jetzt wird er an Feuer gekommen. Runde schwimmen, BD? Dann ebenso. Ist mir eigentlich Wumpe wie, aber. Hier links oder geradeaus? Das ist jetzt die Frage, nicht? Ich denke, hier wird der Gang wohl kaum aufgehen. Gut. Ich dachte schon. Aber lieber mal nachgesehen, weil das ist immer hier so eine Sache. Ja, na, sicher doch. Gefängnistrakt. Ja, na. Ich gehe da nicht runter. Ja, genau. Rennen, 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 rennen. Schlagen. Wir müssen die ein bisschen. Erstmal ein bisschen dezimieren hier. Zielen und feuern! Weiter Druck machen! Weil die Masse macht uns kaputt. Bringt es zu Ende! So. Ich werde nicht verlieren. Oh, oh. Nein. Verdammt. Oh, das war dumm. Du kannst uns nicht aufhalten. Danke. Hopp, schieß nochmal. Trau dich. Trau dich. Oh. Irgendwie kommt mich dieses Szenario ein bisschen bekannt vor. Diese muss immer alles in einer dicken Glasscheibe sein. Der braucht heute auch nichts mehr. Das war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich, wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Eine Spur von Triller? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt.
Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Also, jetzt mal ehrlich, ne? Wenn man so offensichtlich jetzt hier so reingeht in den... Ja, in eine Festung rein, ne? Vom Imperium. Wo jetzt nicht gerade unwichtige Sachen sind. Ne? Irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass nur Billo-Einheiten kommen. Bis jetzt zwar eine Riesenmasse, ne? Aber... Ja, eine verdammt gute Idee. Zwei riesige Geschütze rechts und links. Du bist ein echter Freund. Was habe ich noch nie gesehen. Fortschrittlich, selbst für das Imperium. Selbst für das Imperium, ja, meine wohl auch. Vollständig. Und auf die dunkle Seite gebracht. Versperrt. Was meinst du? Nee, keine Türen. Ah. Schön, können wir mal in Probe setzen. Oh. Hey. Dup, dup, dup. Ja, warte, jetzt ist Laserschwerter. Obwohl, gibt's ja hier einen Spaß. Kann ich dich nicht einfach, wie es dir gebührt, einfach da runterschubsen? Genieße die Todesqual. Genieße die Todesqual, ja, ja. Bleib stehen. Dafür wirst du bezahlen. Leide so wie ich. Schade, dass es. Ich muss mich jetzt, sorry, ein bisschen konzentrieren. Ja! Genau, mach halt den Todesstern drehen. Ja, spring halt wieder weg. Ah ja. Nein, 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 nein. Ist eigentlich gar nicht so stark. Mach mal den Weg weg. Blöd. Das Spiel ist aus. Ja, ja, das Spiel ist aus. Für dich. Du hast sehr viel durchgemacht und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Blind vor Hass. Du wirst niemals das ist die falsche dunkle Seite. Ja, genau. Was machst denn du da jetzt? Bleib stehen. Ich konnte wieder nicht springen, weil ich hochge... halt ausgewichen bin. Ja, ja, ja. Also jetzt eskaliert die total, ey. Bescheißt ja nur noch hier die dumme Snitch, ey. Nein, 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 das gibt es heute nicht, das gibt es heute nicht, das gibt es heute nicht, das gibt es heute nicht. Ach, dumm. Du wirst sterben, genau wie dein Meister. Du kannst nicht gewinnen. Ja, genau. Ja, ich brauche jetzt mal ein Stil. Nein, nein. Ja, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. So.
So schwach. Cal. Bin ich ein Jedi? Jetzt darf ich die nicht niederstecken. So ein Kack. Ich muss das tun. Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Seer, ich hab dich so sehr gehasst. Oh oh. Spürt ihr diese Kälte? Der Lord höchstpersönlich. Okay, das sieht nicht gut aus. Ist es auch nicht. Er kommt. Versagt, Inquisitorin. Rächt uns! Gott! Es wäre klüger, sich zu ergeben. Junge, ich will dein Schüler werden! Ja. Wahrscheinlich. Ich kann doch nicht jetzt mein Idol töten! Ich kann doch nicht Darth Vader töten! Bro? Ja, moin. Ja, genau. Du kannst nicht entkommen. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Achso, ich kann drei. Ja, das kann ich machen. Ja, okay. Er ist halt auch schon ein bisschen stärker. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Das ist gut. Ein bisschen. Ja, moin Jungs. Morgen. Achtung. Tschüss Jungs. Ich will mal normale Blazer Dread. Jetzt her. Hi. Nein. Ja, genau. Werf mich doch einfach in den Abgrund. Ja. Zum 10. Mal jetzt schon. So. Ah ja. Genau. Da, renn weiter, Junge. Interagieren. Weg. Das sind 10 Nummern zu groß. Komm! 10 Nummern! Zurück! Was? Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Mal kurz war. Das Protokoll, aber hier nicht geschafft. Ja moin. Übergib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Oh oh. Oh, den nehmen wir doch noch.
werdet die Kinder nie bekommen. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Nein! Ja! Stark mit der dunklen Seite. Zier! Ich kann sie in dir spüren. Zier! Hey! Hör mir zu! Ihr habt noch eine Wahl! Junge, das sind schon ein paar Meter hoch zu schwimmen. Sind sie? Oh, warte, halt, Moment! Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und Sie an Ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Das einzig Richtige. Und wohin jetzt? Mach Tatooine, da gibt's so eine lustige Bar. Und da spielt so eine lustige Band. Die Cantina Band. Spiel den Sam Song nochmal. Okay. Ey, das war echt Hammer, das Game. Also, geil. Geil. Also, hat ultra viel Bock gemacht. Hat auf jeden Fall einen Wiederspielwert, einen richtig großen. Und, Alter, der Sturm auf die Festung war auch richtig geil einfach. Dann am Schluss noch Darth Vader. Alter, ich finde, die haben das wirklich gut umgesetzt.
die haben das wirklich richtig gut umgesetzt. Das ist geil. Wirklich? Geiles Game. Kann ich echt wärmstens empfehlen. Für jeden Star Wars Fan da draußen, kauft euch das Game. Und ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen. Wahrscheinlich auf einer höheren Schwierigkeitsgrad. Vielleicht dann mal mit Controller probieren, weil Tastatur und so ein Game ist immer bei mir so eine Sache. Da geht dann Controller lustigerweise schon eher. Bei all den anderen Games bin ich aber lustigerweise mit der Tastatur besser. So, drücke ich mal ESC. Sorry, ich bin ein böser Mensch. Ich drücke einfach ESC. Würdige gar nicht die Menschen, die das programmiert haben. Nein. Echt, also ich kann es wirklich empfehlen. Das Game kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Spaß ohne Ende hat's gemacht. Wo ist das Ding? Ah, da vorne hockt sie. Okay. Ja, ich dachte nicht, dass wir jetzt das hier alle überleben. Auf den können wir jetzt auch nicht mehr, ne? Wir können jetzt nur noch auf die Hauptplaneten. Bogano, Ilum, Kashyyyk, Sevo und Datomir. Datomir haben wir echt auch gut erkundet. Ich glaube am besten Ilum. Ja, habe ich eigentlich schon alle recht gut erkundet, außer Bogano und Sevo. Weil das halt die Anfangsplaneten waren. Und ja, ich hoffe, euch hat es jetzt soweit Spaß gemacht. Und ich feiere das Game echt unnormal. Ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen, weil es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und werde ich ja auch erstmal alles noch voll machen. Und dann mein Charakter ja auch alles voll machen, dass ich alle Truhen habe und so weiter und so fort. Alle Anpassungen. Und da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Bisschen schade finde ich, dass es halt nur... Da hätte es ein paar mehr Outfits geben können. Vielleicht lade ich mich auch den rote Lichtschwerter-Mod runter. Hust, hust. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit Spaß gemacht. Und würde dann bis dahin sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.